Wissen Sie, ich denke zurück an 45. Ja, was hat es denn da hier? Ja. Viele haben da gebetet und hat alles nicht geholfen. Die Leute sind kaputt gegangen, alle. Ja, gut, das war nach dem Krieg gewesen, alles, aber. Und meine Oma, jetzt die. Manchmal, wenn man jetzt so hört, vieles, ja. Meine Oma, die ist elendig verhungert. Ich wäre auch bald drauf gegangen. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, reicht mir das alles. Mhm. Tut mir leid. Ich habe da mal so eine Einstellung dazu. Ob es nur richtig ist oder nicht, ist dahingestellt. Aber für meine Begriffe ist das alles ein, will ich sagen, Menschenverdummung da drinnen. Das auf keinen Fall. Ja. Nur das muss es ja auch geben. Also, und ich meine, Wolfgang, du denkst auch dran, wenn dann irgendwann was Schlimmes ist oder so, was denkst du auch dran, dass dir der vielleicht helfen soll? Zum Beispiel, wo ich krank war oder so. Ja? Oder wo du im Krankenhaus warst, Wolfgang. Man denkt doch dran. Ja? So ist es ja doch nicht, dass man ja nicht dran denkt und so. Gut, man soll ja irgendwie einen Glauben haben. Das ist alles richtig, aber das alles heutzutage so sehe, das kann ich nicht. Naja, bis auf das ist für mich, Kirche liegt, glaube ich, noch nicht mal. Nicht für eine Kirche. Nee. Aber das ist mir alles zu hoch, das Ganze. Es gibt so viel Armut auf der Welt und helfen. Die quatschen bloß alle oder erzählen. Aber das andere alle drum und dran. Ob das jetzt, das sehen Sie am besten hier mit Deutschland, was da los ist. Also ich finde ja keine Worte mehr. Es wird nicht besser, das wird alles schlimmer. Die Kriminalität ist. Das wird nicht. Da hat die Kirche nichts mit zu tun. Das ist ja richtig. Aber wenn ich sehe, dass da eine Verbesserung irgendwie in Sicht sein würde, das ist es ja nicht. Im Gegenteil, das wird für meine Begriffe immer schlimmer. Das hat nichts mit der Kirche zu tun. Aber das ist das, was mich alles ganz schön stören tut hier an der ganzen.